Und am Ende war es wirklich so, ich bin nachts um 3 Uhr mit meinem Motorrad in die Favela reingefahren. Also da haben wir auch gedacht, also jetzt bist du schon irgendwie wirklich angekommen in Brasilien. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zum Pegaso Reise Podcast. Wir sind Sonja und Claudio. Und dies ist unsere erste Sendung im Jahr 2016. Frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr! Ja, wir stoßen an mit einer Caipirinha. Heute geht es bei uns brasilianisch zu. Saúde, ne? Ja. Genau. Wir sind jetzt schon fast 5 Jahre dabei mit unserem Podcast, mussten wir gerade erstaunt feststellen. Und wir freuen uns auf ein neues, spannendes Jahr, auch mit euch als unsere Hörer und Hörerinnen. Also wir wissen noch nicht genau, was uns in diesem Jahr alles erwartet, aber ich denke mal, da wird wieder viel Interessantes dabei sein und wir lassen uns einfach mal überraschen. Und freuen uns natürlich, wenn ihr Kommentare schreibt und wenn wir euch immer mal zwischendurch auf irgendwelchen Treffen sehen und Rückmeldungen kriegen von euch und unser Podcast somit immer weiter wächst und sich immer weiter entwickelt. Ja, aber jetzt erstmal wieder zurück zum Jahr 2016. Ich könnte ja auch sagen, Feliz Ano Novo. Im Hintergrund läuft brasilianische Samba Batucada Musik und das ist nicht zufällig so. Es geht heute so ein bisschen brasilianisch zu bei uns, weil, ja, das hängt mit unserem Interviewpartner zusammen, den wir heute hier zu Gast haben. Und zwar haben wir ein Interview mit dem Martin Leonard, der seit 2,5 Jahren auf Weltreise ist mit dem Motorrad, mit seiner KTM 1190. Und in Brasilien war er ziemlich lange. Und das Interview, was Claudio mit ihm macht, geht genau um diese Zeit, die Zeit, die er in Brasilien verbracht hat. Viel Spaß! Hallo Martin, Grüße nach Venezuela. Ja, hallo Claudio, Grüße zurück. Ja, wo bist du gerade? Ich bin in Venezuela, hast du ja schon gesagt, und in der Ciudad Bolivar. Das ist so im Zentrum von Venezuela, mehr oder weniger. Du bist jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren schon auf Weltreise, aber die ganzen 2 Jahre nur in Südamerika gewesen und eine ganz, ganz lange Zeit in Brasilien. Ja, also das hat sich halt jetzt so ergeben. Ne? Also ich meine, klar, vor 2 Jahren bin ich losgefahren, 2013 im Oktober. Und ja, da war die Sache, ich gehe jetzt hier auf Weltreise und ich habe halt 3 Jahre Zeit. Wobei die 3 Jahre Zeit, das war eigentlich mehr auf das Geld bezogen. Ich hatte halt ein 3 Jahres Budget an Geld. Und ja, man, ich wusste im Vornherein schon, dass ich in 3 Jahren nicht um die Welt fahre und vor allem nicht die Route, die ich mir halt so vorstelle. Dass jetzt allerdings zum Beispiel Brasilien gleich 16 Monate gedauert hat, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es hat sich halt so ergeben und jetzt sitze ich in Venezuela und auf so einer Reise da, ja, ich lasse halt so jeden Tag ein bisschen auf mich zukommen und ich bin halt kein großer Planer und naja, und dann ergibt sich halt sowas. Ja, ich meine, Brasilien ist sicherlich nicht der schlechteste Ort, um dort längere Zeit zu verbleiben. Ich bin ja ein absoluter Brasilien-Fan. Von daher interessiert mich natürlich besonders, wie deine Zeit in Brasilien war. Du bist nämlich nach Brasilien gekommen, als gerade die Fußball-Weltmeisterschaft stattfand. Ja, das stimmt. Da bin ich, war ich in Paraguay und da. Die Vorrundenspiele, die habe ich alle nur in Paraguay angesehen und da war mein Motorrad in der Werkstatt und das ist bei KTM immer so eine Sache, da musste ich wieder mal ein bisschen länger warten als geplant, also ich fast 2 Wochen aufs Motorrad gewartet und dann liefen halt da schon die Vorrundenspiele und ich wollte unbedingt nach Brasilien, weil es ja wirklich nicht mehr weit weg war, das waren dann noch bis Rio de Janeiro 1500 Kilometer, also das kann man in 2-3 Tagen machen mit dem Motorrad. Und da war ich ein bisschen festgesetzt, gesessen, so richtig auf heißen Kohlen. Ich wollte unbedingt nach Brasilien. Ich wollte das halt einfach miterleben. Und am Ende hat es ja dann geklappt. Ich bin dann in Rio de Janeiro angekommen, habe dann da die ersten Spiele gesehen. Und ja, das war wirklich spitze. Also es hat auch irgendwie, ich habe da so viel Glück gehabt. Ich war dann am Ende bei diesem
ganz berühmten 7:1-Spiel war ich live im Stadion und auch beim Finale. Da bin ich sogar umsonst reingekommen. Also das war, ich hatte da so ein Glück. Ich war wirklich der glücklichste Deutsche dann. Also das, wir hatten ja dann gewonnen. Ne? Also das war dann natürlich schon ein richtiges Spektakel da. Ja, für mich war dieses 7:1-Spiel, ich habe das ja hier in Deutschland verfolgt und habe natürlich für Brasilien gehalten. Ich fand das natürlich eine totale Niederlage. Ich fand das total schlimm, das mitzuerleben. Und das, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Fußballfan bin. Wie hast du das erlebt? Also das war wirklich, also es war so, ich war in Rio de Janeiro und eigentlich gab es ja keine Tickets mehr, ja, weil alles die Schwarzmarktpreise für dieses Spiel, die lagen dabei $3,000 oder sowas. Boah. Ja, und dann ging es halt los. Das hatte ich natürlich nicht das Geld und ich hatte dann wirklich ganz offiziell auf der FIFA-Homepage nach Tickets geschaut, was natürlich irgendwie aussichtslos war. Aber dann, das musste man wissen, da hatte die FIFA, die hatte jede Nacht um 4 Uhr oder so ungefähr ihre Server heruntergefahren und dann nochmal neu gestartet. Und genau in der Zeit danach gab es immer so eine kleine Lücke von vielleicht einer Minute, wo es halt noch Tickets gab. Und ich war wirklich 3 Nächte lang vor diesem Spiel halt in Belo Horizonte vor dem Rechner gesessen und habe halt immer gewartet und da muss man wirklich die ganze Zeit so auf die Maus klicken, ja, dass man auch ja jetzt im richtigen Moment da reinkommt. Ja, und am dritten Tag hat es geklappt. Dann war ich da drin und dann ja, Ticket, boom, 300 Euro, was ich mir dachte, 300 Euro für das Spiel auf jeden Fall, als ich mein Deutschland gegen Brasilien in Brasilien und dann noch eine Weltmeisterschaft. Da hatte ich schon super Glück und ich war absolut zufrieden mit dem Preis und ich bin dann mit meinem Motorrad da natürlich von Rio de Janeiro nach Belo Horizonte gefahren, was an sich ja schon aufregend ist. Also da geht es ja dann nach Minas Gerais und also das ist wirklich ein Traum-Motorradland. Also da gibt es Kurven und Berge und Hügel und Wälder, also das ist wirklich traumhaft. Ja, und dann war ich da im Stadion und das war ja das. Es war ja, ich bin eigentlich gar kein so ein großer Fußballfan. Also ich schaue jetzt in Deutschland nicht die Bundesliga oder irgendwie Champions League, was es da alles gibt. Das interessiert mich nicht so wirklich. Aber Weltmeisterschaft ist halt immer so eine Sache. Und wenn man dann vor Ort ist, dann will man das natürlich miterleben. Ja, und es war ja so, dass dieses Spiel, das war das erste Fußballspiel überhaupt in meinem Leben, wo ich im Stadion angeschaut habe, ja. Und dann bin ich da drin und dann bin ich natürlich, weil ich dieses Ticket ein bisschen spät gekauft hatte, war ich jetzt natürlich nicht im deutschen Fanblock. Ich war unter lauter Brasilianern. Also ich habe da so ein Selfie gemacht, was man ja heutzutage ab und zu macht. Und da siehst du dann mich mit alles auf Deutsch bemalt und so und dann um mich waren 2000 Brasilianer. Ui. Ja, und am Anfang waren wir natürlich noch so Freund und so und die waren ja alle so selbstsicher, dass sie gewinnen und ich war ja auch selbstsicher, dass wir gewinnen. Ich meine, so sind wir halt, wenn man dann so dann doch Deutschland-Fan ist. Ja, und dann ging es halt los und das ging wirklich so schnell. Auf einmal stand es dann da 3-0 schon und 4-0 und dann habe ich natürlich gefeiert und gejubelt und neben mir haben halt dann die Brasilianer, die haben dann angefangen zu heulen und viele sind dann schon rausgegangen beim 4-0 und dann, ich glaube, zur Halbzeit stand es ja dann schon 5-0, genau. Und da hat ja dann auch schon der Popcorn-Verkäufer, der dann angefangen, nach mir Popcorn zu schmeißen, weil dem das halt natürlich genervt hat. Der war auch Brasilianer, dass ich halt die ganze Zeit gejubelt habe und er konnte halt nicht jubeln. Also das war schon ein Niedergang für die Brasilianer so. Das kann man schon sagen. Also du hast schon viele Tränen in den Augen gesehen. Und die sind ja, die haben ihr Herz da wirklich drin, ja, beim Fußball. Und bei denen zählt halt wirklich jedes Spiel. Bei denen ist es nicht so, dass man mal 1-2 Spiele verlieren kann und vielleicht dann 10 gewinnt und dann ist man trotzdem gut. Das ist da nicht so. Wenn ein Spiel verloren ist, ist es verloren und das ist dann halt blöd, ne? Ja, speziell so ein Spiel, ne? Es war ja Weltmeisterschaft, also da ging es ja um richtig viel. Gab es da irgendwie eine aggressive Stimmung dir gegenüber, weil du Nein, jetzt so gar nicht. Das wollte ich jetzt gerade weiterzählen und dann bin ich halt. Bin ich in der Halbzeit halt raus und ja, dann ich war mit 2 Freunden da aus Deutschland auch, die hatte ich dann wieder getroffen, die waren woanders gesessen. Und dann war es so, dann alle Brasilianer haben halt so rumgespäßelt und ja, lass uns Foto machen und also nee, überhaupt nichts negativ und die haben das schon gesehen, okay, das verlieren wir jetzt und die haben nur gesagt, bitte kein 10-0 oder so, ja, und
Ja, und dann war es so, ich wollte halt nicht nochmal zu diesem Popcorn-Verkäufer da zurück, der wo halt nach mir Popcorn geschmissen hatte. Und dann hat mich in der Halbzeit in das deutsche Eck praktisch reingeschmuggelt. Da waren da ganz viele Securities, aber da kommt man schon durch, muss man halt ein bisschen probieren. Und dann war ich die zweite Halbzeit praktisch unter Deutschen und ja, das ist dann schon was anderes, wenn man miteinander feiern kann. Und ja, dann war ja dann, das ist 6-0, das ist 6-1 und 7-1 dann. Und ja, also ich war da am Ende im Stadion gestanden, dann habe ich mir gedacht, das erlebe ich mein Leben nicht mehr. Also ich meine, das war ein Jahrhundertspiel, das war mir in dem Moment schon klar. Und ja, also für das, dass ich das, sage ich mal, so günstig hingedeichselt habe und eh im Land war, war das ein richtig tolles Erlebnis. Aggression gab's, ja, es gab danach schon ein paar kleine Unruhen in der Stadt. Da muss man halt jetzt wissen, die FIFA, die ganze Veranstaltung war ja in Brasilien sehr umstritten, ja. Und wenn jemand sich ein Ticket kaufen kann, ich meine, selbst für Brasilianer waren die nicht sonderlich günstig, die Tickets, dann sind das schon Leute, die halt Geld haben und, sagen wir mal, vielleicht auch gebildeter sind. Also die haben halt dann auch mehr, ja, das ist jetzt wieder blöd, Klassifizierung, ne? Aber also die haben schon Anstand und so, also da gab es nichts Aggressives. Aber in der Städte dann hast du halt dann schon die Jugendlichen oder halt dann die Leute, die halt einfach mal gern vielleicht ein Bier zu viel trinken, ja, und die haben halt dann schon ihren Druck und ihren Frust da irgendwo auslassen wollen oder müssen. Und da gab es schon einige Randale und so, aber ich würde jetzt mal sagen, nicht schlimmer, als wie wenn in Europa ein Spiel ist oder so. Also das habe ich aber nur am Rande mitbekommen. Das war wiederum die Kehrseite. Es gab danach eigentlich nichts zu feiern, weil es waren nicht viele Deutsche im Land. Also es waren ja vielleicht bei dem Spiel in Belo Horizonte vielleicht 3000 Leute. Und ja, mit den Brasilianern war an dem Tag nichts zu feiern. Und nach dem Spiel war es halt allgemein so, dass die ganze Festivitäten auf den Straßen und so schon ziemlich, ja, es war eigentlich nicht mehr viel zu feiern. Das hat man richtig gemerkt. Und wie ich dann von Belo Horizonte nach Rio de Janeiro zurückgefahren bin. Ich habe an dem Tag keinen einzigen Brasilianer in einem T-Shirt gesehen von Brasilien. Ich habe keine Flagge mehr gesehen. Und nämlich vorher war alles vollgehangen. Überall waren Brasilien-Flaggen und jeder hatte diese gelben T-Shirts an. Am Tag darauf nichts. Es war eine Stimmung, als wäre, keine Ahnung, ein Präsident gestorben, ja? Oder irgendjemand halt Besonderes. Es war wirklich absolut tot. Wir haben ganz wenig geredet, die Leute, die waren wirklich richtig niedergeschlagen. Ja, ich glaube, du warst da wirklich zu einem sehr historischen Moment in der brasilianischen Geschichte. Ja. Ja, wie ging es dann weiter? Ich meine, wie war es überhaupt für dich? Du bist angekommen, du warst ja vorher nur in spanisch sprechenden Ländern und plötzlich bist du in Brasilien, in einem Land, wo alle Portugiesisch sprechen. Ja, das war jetzt zur WM dann also nicht so das Problem, weil in den südlichen Städten, da sprechen eigentlich viele Englisch und Spanisch. Und mein Spanisch war zu der Zeit, war so okay, ja, war nicht sonderlich gefestigt. Und na okay, dann war die WM, die war dann war ich, wie gesagt, noch beim Finale, was bei Weiben nicht so spektakulär war wie dieses 7-1. Hat man natürlich auch gefeiert. Dann ging es am Ende noch zur Copacabana. Ja, aber sei es drum, nach der Weltmeisterschaft, ich war dann noch knapp eine Woche in Rio, haben halt dann so die anderen Sehenswürdigkeiten angesehen, war mehr so ein normaler Tourist und danach ging eigentlich meine Weltreise erst wieder weiter, ja, und da bin ich halt über, wie heißt dieser Staat, Espírito Santo, kann das sein? Espírito Santo? Heißt der so, ja. Ja. Bin ich hochgefahren und dann war schon, das ist ja nicht so freundlich alles da. Und da hat man schon gedacht, Mensch, ich verstehe immer weniger. Und dann irgendwann war ich halt in Bahia und Bahia kam mir, das ist irgendwie ein ganz anderes Land. Also es sind alle so freundlich und hast du ganz andere Kultur. Du siehst wesentlich mehr schwarze Menschen, also mit einer Einwanderer-Hintergrund aus Afrika. Also viele hier aus Afrika genau. sind da. Genau, Bahia ist so das afrikanische Brasilien. Genau. Du weißt das besser als ich. Ja, und da war es halt dann so, und die Bahianer, die sprechen halt irgendwie auch anders. Und ich habe wirklich, ich habe einfach nichts mehr verstanden. Ich habe gedacht, okay, jetzt ich bin jetzt in China, ja. Also ich habe wirklich nichts mehr verstanden. Und es ging halt wirklich so weit, dass ich mir am Ende, da gibt es ja immer diese, zum Beispiel diese Empanadas.
hier. Und du kannst aber, ich konnte nicht sagen, weil du weißt ja nie, was in den Dingern drin ist, ja? Ja, das ist so eine Teigtasche, wo verschiedene Meeresfrüchte, Fleisch, Gemüse drin ist. Genau, aber jetzt konnte ich halt im Portugiesisch nicht sagen, was da drin ist. Und dann, das heißt ja immer, ja, in Brasilien braucht man kein Portugiesisch, weil das Spanisch, das ist ähnlich. Also das funktioniert überhaupt nicht. Also ich bin mit Spanisch da kein Stück weit gekommen. Und naja, und dann habe ich mir wirklich gesagt, okay, also so geht es nicht weiter. Und ich muss jetzt hier Portugiesisch lernen, weil also das war ja oder ist mir auf meinen Reisen immer das Wichtigste, dass ich mit den Leuten halt kommunizieren kann, dass ich halt wirklich das leben kann. Also ich bin ja, es gibt ja manch andere Reisende, die fahren immer gerne an den Sachen vorbei. Und also mir ist das schon immer wichtig, ich bleibe lieber mal länger am Ort und lerne halt Leute richtig kennen, ja, und dann lernt man halt auch ein Land richtig zu verstehen. Und im Falle jetzt von Brasilien nach 16 Monaten denke ich mal schon, dass ich ein ziemlich gutes Verständnis von dem Land auch habe. Ja, und dann war ja, dann war ich in Salvador oben und dann, naja, dann ist ja mein Motorrad, da gab es eine kleine Panne. Die Panne hat mir dann 3 Monate Wartezeit eingebracht. Da musste ich nämlich auf ein neues, großes Ersatzteil warten. Drücken wir es mal so aus. Und naja, und dann habe ich gedacht, okay, das ist, jetzt muss ich eh warten. Und dann bin ich nach Lençóis Chapada Diamantina gefahren. Also das Motorrad lief schon noch, ja. Es lief halt einfach nicht gut. Es war halt mehr so ein... Achso, das heißt, du hast noch darauf gewartet, dass das Ersatzteil kommt und bist dann mit dem kaputten Motorrad losgefahren? Nein, also wir reden hier von dem neuen Motor. So. Und das ist ja, natürlich jetzt ja. Schon mal was, du kaufst ein neues Motorrad und dann zu der Zeit war ich ja knapp ein Jahr unterwegs und dann brauchst du einen neuen Motor, ja. Wobei sich das auch alles, das hat wirklich, hat sich alles so ganz komisch ergeben. Ich hatte halt immer Probleme mit dem Motorrad. Es ist halt immer nicht gestartet und beim Fahren hat es halt so geruckelt. Und ich habe dann immer mit KTM gesprochen und mit den Mechanikern vor Ort und niemand wusste eine Lösung. Ich habe so viel Geld investiert in das Motorrad, um das zu richten, um irgendwie die Ventile einzustellen, die Elektronik und all das hat aber nichts gebracht. Also ich habe da wirklich tausende Euro investiert in das Motorrad und irgendwann konnte ich mir nicht mehr helfen. Da habe ich halt Videos gemacht mit dem Motorrad, wie ich halt gefahren bin. Und das habe ich direkt an KTM geschickt und an einige Foren, wie zum Beispiel Horizons Unlimited oder dieses ATV Rider, also dieses englische Forum, was ja. Eigentlich das Beste so ist, wenn es um irgendwas geht, wenn du technische Probleme hast. Ja, und dann hatte ich da kam immer auch irgendwie nichts zurück und dann, ja, ich müsste halt die Benzinfilter wechseln. Das habe ich alles gemacht. Es gab halt einfach keine Lösung. So, und dann habe ich irgendwann, war mir das wirklich alles zu blöd, dann habe ich auf meiner Homepage einen Artikel drüber geschrieben, in Verbindung mit den Videos. Und dann, ja, siehe da, 2 Wochen später ruft mich KTM Brasilien an und ja, sie möchten mir helfen und ich bekomme einen neuen Motor. So, da war ich da gestanden, ja, okay. Also, wo der das gesagt hat, der Mann, Willi heißt der, ich konnte das einfach nicht glauben. Also ich meine, ich konnte einfach nicht glauben, dass man das Motorrad nicht repariert bekommt und ein neuer Motor ist halt wirklich, ich meine, das ist ja wie ein neues Herz für so ein Ding. Und ich hänge halt an meiner Katze ein bisschen und ja, auf der anderen Seite, ein neuer Motor ist eine teure Sache und dann, wenn die KTM mir einen neuen Motor geben will, dann haben wir gedacht, okay, dann nimmst du den schon noch mit. Die Kehrseite an dem Ganzen war halt, ich war schon in Salvador oben oder Lençóis Chapada Diamantina. Das ist ja ziemlich nahe beieinander. Und ich musste wieder runter nach Sao Paulo fahren, was ungefähr 3.500 Kilometer sind. Und ja, das hat natürlich meinen ganzen Reiseplan durch Brasilien komplett durcheinander geworfen. Und ja, kommen wir mal wieder zurück zu der Wartezeit und zu der Sprache. Ich wusste, okay, 3 Monate muss ich warten auf den Motor. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bleibe ich einfach mal wo. Und das war halt Lençóis in Chapada Diamantina. Das ist ein kleines Städtchen. Und da habe ich halt dann Portugiesisch gelernt. Dann habe ich mir so einen Online-Kurs geschnappt oder halt gekauft. Habe das dann gemacht, so täglich so 3 Stunden oder so. Und abends bin ich immer in Brasilien gibt es immer diese kleinen Bars, wo halt die Männer dann hingehen und abends ihr Bier kaufen und Zigaretten rauchen. Und da ist ein bisschen schmuddelig da alles und da geht es schon, sage ich mal, auch ein bisschen rauer zu. Aber genau in diese Bars bin ich jeden Abend hin, immer in die gleiche.
Und dann, ja, habe halt auch mein Bier getrunken und habe halt mit den Leuten gequatscht. Am Anfang war das natürlich alles irgendwie Quatsch, aber es ging halt von Tag zu Tag besser. Und ja, irgendwann hatte ich dann Freunde kennengelernt. Und dann habe ich halt natürlich die Chapada Diamantina erkundet und dann halt viele Wanderungen gemacht. Und ja, dann genau, die Gegend ist ja da unheimlich schön. Ja, damals war sie noch schön, jetzt ist sie nicht mehr so schön, weil da alles abgebrannt ist vor kurzem, vor 2 Wochen. War ein Riesenfeuer, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das habe ich nur so am Rande mitbekommen. Also das ist ziemlich traurig. Also meine Bekannten von da, die haben mir halt Bilder geschickt. Also die ganzen Wälder um Lensois, die sind jetzt eigentlich alle weg. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Hektar, aber wir sprechen ja schon von 20, 30 Hektar oder so. Also schon ein Stück Land, ja. Also es ist schon, oder wenn nicht sogar mehr, also ich weiß es nicht. War das ein Unfall oder war das Brandrodung? Also offiziell weiß ich jetzt nicht. Eine Bekannte von mir meinte, dass es wohl dass halt irgendjemand draus war und geraucht hat oder gecampt hat und also das Feuer ist schon vom Menschen entstanden. Also es war kein natürliches Feuer, sagen wir mal so. Ja. Das wusste ich, ja. Okay, wo ich da war, war natürlich noch alles gut. Ich meine, ich hatte dann meine Leute und so und ja, und dann war dann ja zum Beispiel, dann war da auch so ein Open Air. Ich meine, die Brasilianer, die feiern ja immer recht gerne. Und da war da dieses Lençóis Open Air Festival und also so ein Musikfestival. Und da war ich wirklich total platt, wie professionell die das da gemacht haben. Also wirklich, du gehst bei uns in Deutschland, gibt es ja auch die großen Festivals. Und also das war wirklich absolute Oberklasse, wirklich Weltniveau. Und auch die Musiker, waren halt natürlich viel Reggae-Musik und so. Alle aus Brasilien, aber das war richtig klasse, also richtig toll. War 3 Tage lang. Und das kann mich noch gut erinnern. Ja, und ansonsten habe ich da war ich dann weniger am Reisen, da war ich halt dann einfach nur am Leben. Ja? Also ich meine, da bin ich dann halt morgen aufgestanden, dann habe ich halt da entweder eine Wanderung gemacht oder ich habe halt Fotos gemacht oder ich habe einfach geschrieben. Ich schreibe immer ab und an ein bisschen was. Abends habe ich mich halt dann mit Leuten auf der Straße getroffen, ein bisschen gefeiert auch, also ganz normales Leben so gelebt. Und das Motorrad, das war absolute Nebensache, die war da irgendwo im Eck gestanden und ich habe ich in den 3 Monaten wirklich ganz selten benutzt, mein lief ja eh nicht vernünftig. Und ja, so habe ich Brasilianisch gelernt, oder Portugiesisch, ja. manchmal sagen genau, sie auch. Brasilianisches Portugiesisch, weil das unterscheidet sich ja auch nochmal so ein bisschen. Ja, aber manche, die sagen auch den anderen, es gibt aber auch Brasilianer, denen ist es wichtig, dass man Brasilianisch sagt. Ja, genau. Das ist das schönere Brasilianisch, jawohl. Ich kann mich erinnern, es gab auch ein Video von einem Künstler, der sogar eine richtige Kabarettnummer draus gemacht hat, indem er dich imitiert hat. War das da auch? Das war. Nein, das war nicht. Ein Brasilianer, der den Deutschen spielt und mit ganz starkem deutschen Akzent erzählt, dass er aus Deutschland kommt und mit dem Motorrad eine Weltreise macht. Also, du hast doch richtig einen kleinen Fanclub gehabt. Du hast es verstanden, ne? Weil du sprichst ja Portugiesisch. Ja. Você fala Portugiesisch, ne? Sim, eu falo. Ja, das war ganz woanders. Das war ein bisschen weiter nördlicher bei Recife schon. Da war ich erst 9 Monate später. Also das war erst wirklich viel, viel, viel später. Okay. Ja gut, aber es hat mir gezeigt, irgendwie bist du da schon richtig gut angekommen und hast richtig auch intensiven Kontakt mit den Menschen. Und dann hat es offenbar auch sprachlich gut geklappt. Ja, also ich meine, jetzt im Moment, ja. Nee, also Portugiesisch jetzt war schon so, dass ich alles verstanden habe. Mit dem Sprechen ist es immer noch ein bisschen anders, ja. Also bei mir ist es immer so, ich verstehe mehr, als dass ich sprechen kann. Aber jetzt in Manaus wieder, ich war da lang, da habe ich ja auch versucht zu arbeiten dann. Ich kann da ganz normal sprechen, wie wenn ich jetzt Englisch sprechen würde. Natürlich, in Deutsch kann ich ganz andere Unterhaltungen führen, aber das ist ja klar, ne. Ja, gut. Aber so, ich meine, und das. Ich habe eigentlich intensiv Portugiesisch nur in der Zeit in Lençóis gelernt. Und danach war es mehr so das, was ich halt auf der Straße so bei kleinen oder großen Unterhaltungen mitgenommen habe. Ab und zu habe ich dann mal ein Wort gesucht, was also ziemlich gut funktioniert, wenn man halt ein paar Leute kennt mit WhatsApp zum Beispiel. Da kann man unten dann die Sprache einstellen und dann gibt er dir eine Autokorrektur. Das ist dann immer ganz gut, wenn man jetzt sicher weiß, wie jetzt ein Wort zum Beispiel geschrieben wird, aber du hast ungefähr eine Idee, wie es denn ist. Und dann, also das hilft, also fand ich richtig nützlich.
so beim Lernen. Und wenn man halt dann gerade mit Leuten halt jetzt im Chat sich unterhält, dann lernt man nämlich auch die Schrift dazu. Also das hat mir richtig gut geholfen. Natürlich war es mir immer wichtig, dass man dann irgendwann sagt, okay, lass uns mal treffen, weil ich bin eigentlich keiner, der wohl die ganze Zeit gern im Internet irgendwie sich mit irgendjemand unterhält. Aber damit habe ich auch richtig gut gelernt. Ja, du warst dann so eine Zeit lang in Chapada Diamantina, also das ist ja eigentlich schon eher so ländlicher, schöner Bereich, und bist dann irgendwann runtergefahren nach São Paulo, in diese Riesengroßstadt, um dein Motorrad zu reparieren. Ja, also das war eigentlich gar nicht in São Paulo. Das war nur war 70 Kilometer daneben, in einem kleinen Nest, wo ich niemals einen KTM-Händler hätte vermutet. Wie hieß denn das? Ach, das fällt mir jetzt nicht mehr ein. Das war wirklich so ein, ja, da waren, ich glaube, 30.000 Leute oder so. Also es ist wirklich eine kleinere Stadt, aber es ist halt in Minas Gerais und da gibt es richtig viele Berge und Gelände und da gibt es ganz viel Offroad-Sport, also Motorsport, also Motocross. Und deswegen gab es halt da einen KTM-Händler. Und die waren echt fitte Jungs. Also das war echt der Wahnsinn. Also ich bin da hin und es hat da alles dann gut geklappt. Die haben mir da wirklich, es war ja nicht nur der Motor, das war wirklich verrückt. Ich bin angekommen in dem Laden und dann, da waren Waren im Wert von 10.000 Euro vor mir gestanden. Also die hätten mir genauso gut ein neues Motorrad geben können, ja. Also da war ich wirklich total baff, was die Brasilianer da organisiert haben. Vor allen Dingen nach all der Erfahrung, wo ich vorher hatte in Chile und Paraguay und Peru ein bisschen. Weil da war es KTM nicht immer so offen mit allem. Ne? Und also da war ich total baff und die haben das dann, ja, die haben mein Motorrad genommen und dann zwei Tage später konnte ich es abholen. Ich hatte ein nagelneues Motorrad. Da dachte ich, okay, cool. Zu der Zeit war er dann schon längst illegal im Land. Das hat mir aber dann alles gar nicht mehr gestört. Genau, weil offiziell als Tourist, als Ausländer darf man nur 3 Monate im Land bleiben. Genau, das kannst du auch gar nicht mehr verlängern. Du hattest mich ja schon mal interviewt vor 2 Jahren, schon lange her. Ne? Damals hatte ich ja noch geschrieben, ich werde eine Möglichkeit finden, das Visa zu verlängern und man kann sich ja dann auch eine Mädchen suchen oder eine Frau, ja, da hatte ich noch gescherzelt. Aber so sieht es wirklich aus. Also wenn du länger im Land bleiben willst, mehr als 3 Monate geht nicht. Man kann es nicht mehr verlängern, das geht nicht mehr. Dann musst du wirklich heiraten, dann hast du dein Visa, dann hast du aber vielleicht dann andere Probleme oder du bleibst dann einfach im Land. Und da muss man jetzt halt ein bisschen, also ich habe mich da schon vorher schlau gemacht. Das Problem ist ja bei solchen Sachen immer nicht so sehr das Visa, wo man es selber hat, sondern vielmehr die Zollbescheinigung für das Motorrad jetzt. Also das ist ja dann praktisch auch wie eine Art Visa für das Motorrad. Und zum Beispiel in anderen Ländern wie Peru oder jetzt hier in Venezuela zum Beispiel, da darf ich keinen Tag länger bleiben. Also da drohen richtig hohe Strafen. Und mit viel Glück kann man sich halt noch mit den korrupten Polizisten da ein bisschen mit ein paar $100 irgendwie rauskaufen. Aber da gibt es auf jeden Fall Probleme. Und in Brasilien muss man wissen, da gibt es das halt nicht. Das Motorrad wird nicht registriert. Ich bin da damals reingefahren und habe gefragt, ja, wie, gibt es hier gar keinen Zoll und so. Und sie, nö, das gibt es hier nicht, das brauchen wir nicht. Das Motorrad war halt nicht registriert. Das hat wirklich viele Vorteile als Reisender. Also ich meine, im schlimmsten Fall, zum Beispiel, wenn mir jetzt das Motorrad geklaut wird, ist natürlich blöd. Im Fall von Brasilien wäre es halt dann einfach weg. Okay, ist weg. Im Fall von Peru zum Beispiel, wenn es richtig offiziell geht, dann ist das Motorrad weg, dann habe ich das in dem Moment aber illegal eingeführt und dann muss ich darauf nämlich noch in Importzoll zahlen. Das heißt, da hast du dann gleich doppelt verloren. Also wenn es richtig offiziell geht, ne? Also wenn die ganz bürokratisch sind. Und in Brasilien hast du das Problem zum Beispiel nicht. Ja, ich glaube, das war einfach nur Glück, dass die Zollbeamten an den offenen Grenzen da auch gar nicht genau Bescheid wissen. Ich habe mich, als ich 2009 in Brasilien reingefahren bin, habe ich mich vorher auch genauestens informiert. Und damals galt die Regel, dass man ein Motorrad offiziell verzollen muss und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 40% oder eine ziemlich hohe Summe des Wertes des Motorrades hinterlegen muss. So ähnlich wie Carnet de Passage. Ja, das ist definitiv nicht mehr so. Also ich kann es halt von in Brasilien trifft man nicht viele Reisende mit dem Motorrad. Ich habe in den 16 Monaten gerade mal, also mit so großen Motorrädern jetzt, fünf Leute getroffen.
Das eine war ein Pärchen aus Neuseeland, dann waren es zwei Amerikaner, ein Engländer und was denn noch? Irgendjemand war noch dabei. Und niemand von denen hatte ein Zollpapier. Kein einziger. Ja. Also bei mir auch. Als ich rübergefahren bin, habe ich ganz offiziell gesagt, hallo, ich bin im Motorrad hier. Die haben den Pass gestempelt. Wobei, da haben sie auch erstmal gefragt, Deutscher, braucht man da ein Visum oder was? Wussten sie auch nicht. Und dann habe ich gesagt, ich bin im Motorrad hier. Hat sie nicht interessiert. Habe ich natürlich auch nicht nachgefragt. Und dann war das okay. Also die hatten da einfach nicht auf dem Schirm, was man mit dem Motorrad machen soll. Und es war eben halt an so einer Grenze, wo täglich Tausende von Touristen mit Autos rein und rausfahren und wo sie natürlich nicht jeden Tourist, der da rein und raus fährt, mit seinem Auto da registrieren. Und von daher ist es, glaube ich, gibt es einen großen Unterschied zwischen dem, was offiziell im Gesetz steht und dem, was die real an der Grenze machen. Also okay, ich kenne nur die beiden Grenzübergänge. Ich meine, im Norden gibt es ja Richtung Venezuela nur einen. Dann okay, dann kann man ja natürlich mit dem Schiff nach Peru. Das ist aber auch wieder eine ganz andere Nummer, da habe ich keine Ahnung. Und dann gibt es ja nur, es gibt nicht so viele Grenzen. Dann gibt es halt die zu Bolivien, weiter unten gibt es zwei in Peru. Und also die, wo ich getroffen habe, die sind da zum Beispiel rausgefahren, die hatten da auch keine Probleme. Wir haben 2015, also ich kann mir gut vorstellen, dass es das einfach nicht mehr gibt, weil es zu viel Arbeit ist. Und das Land ist ja so groß, ich meine, wenn das der Zoll unten registriert und das, die Informationen, also selbst mit dem Computer und sonst was, da passieren immer Fehler. Das System funktioniert einfach nicht zuverlässig und dann denken sie, komm, das lassen wir gleich bleiben. Also die schauen auch mehr, was ich jetzt, jetzt kommen wir zum Thema Polizei, das muss man halt dann auch verstehen, wenn man dann illegal im Land ist. In Brasilien gibt es halt 5 verschiedene Polizeigruppen. Die wichtigsten davon sind halt dann die Polizia Militar. Das sind die Typen, die haben wirklich die großen Maschinenpistolen und Schrotflinten, ja, und so richtig, die kommen, also das heißt ja Polizia Militar, also die kommen eigentlich mehr wie Soldaten. Genau, Militärpolizei. Die sieht man am häufigsten, also das sind eigentlich so die Exekutive. Aber denen zum Beispiel, denen interessiert überhaupt nicht mein Visa, denen interessiert auch überhaupt nicht mein Motorrad. Denen interessiert nur Kriminalität, da sind sie halt da für innere Sicherheit, Drogen, alles, was mit Schmuggel zu tun hat, Waffenschmuggel zum Beispiel, Kriminalität, Mord, und also wenn es in die Richtung geht, dafür sind die da, ja. Dann die zweite Polizei, das ist dann die Polizia Federal. Das ist dann wiederum die, das ist praktisch die an den Grenzen. Landespolizei. Nee, Federal ist mehr so Einwanderungsbehörde, so die Richtung geht es. Und also die hätten sich schon für meinen Pass interessiert. Man muss halt aber halt wissen, die trifft man eigentlich nie auf der Straße. Also ich habe in 16 Monaten kein einziges Mal einen Polizia Federal Officer gesehen. Die sind wirklich halt mehr mit Papierkram im Büro und Visa ausstellen und so. Das läuft halt dann in den Großstädten bei den Botschaften oder halt an der Grenze. Damit sind die beschäftigt. Und dann, ja, die jetzt für Motorradreisende noch wichtiger, gibt es dann noch die Polizia Rodoviaria. Also die sind dann die, wo wirklich die Motorräder, die Autos kontrollieren, Straßensicherheit und sonst was. Von denen wurde ich kein einziges Mal aufgehalten. Also es waren immer nur Polizia Militar. Da wurde ich knapp 15 Mal aufgehalten. Ich musste kein einziges Mal meinen Pass zeigen, ist wirklich so. Ein einziges Mal eine Kopie, ich habe immer eine Kopie. Und die wollten nie was von mir. Und es war ganz oft so, die haben mich nur gefragt, wo ich her bin. Dann habe ich gesagt, ja, yo soy alemão, und also ich bin Deutscher, und dann war das eigentlich schon durch. Und dann haben die, ja, und das 7:1 Spiel, und die Deutschen sind ja alle so gut, ja, das ging wirklich in die Richtung. Und dann wollten sie wissen, woher das Motorrad ist und was ich denn hier mache. Also das ist dann wirklich eine ganz komische Situation, wenn du so ganz lockere Gespräche hast mit 5 vollbewaffneten Männern, ja, die wurde da gegenüberstehen, aber so ging das fast immer. Oft war es auch so, die haben mich angehalten, haben sie mich gefragt, ja, woher ich bin, und sage ich, ja, aus Deutschland. Hat er gemeint, okay, fahr weiter. Also, das war wirklich total verrückt, ne, eigentlich, aber das muss man halt einfach wissen, und mit dem Polizia Militar hast du eigentlich keine Probleme. Zu denen bin ich auch irgendwie hin, wenn ich immer was wissen wollte. Dann bin ich da auch mal in die Station rein, habe gefragt, ja, hey, ich möchte jetzt wissen, kann ich die Straße befahren, ist das sicher da und da und dort, oder können sie mir da helfen? Da bin ich immer zu denen, also die wirken zwar ziemlich einschüchternd, aber ich habe da wirklich nie ein Problem gehabt. Und ich bin ja dahin und wusste, okay, ich bin jetzt zum Beispiel ein Jahr illegal im Land und spreche jetzt halt mit der Polizei da, aber
die kommen da gar nicht auf die Idee, weil wenn du mit denen sprichst, dann hast du ja nichts zu verbergen und so. Ne? Und dann hilft natürlich schon auch die Sprache, ja, wenn man halt einfach dann sich gut ausdrücken kann. Und nee. Und ja, und dann ganz am Ende von, das war erst in Manaus, da habe ich einen kennengelernt über eine Familie, in die ich da ein bisschen integriert war. Der hat nämlich für die Polizei Militär gearbeitet und der meinte, das Problem ist, dass diese 5 Polizeigruppen, diese verschiedenen, die arbeiten nicht zusammen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Die Polizei Militär hält mich auf und dann stellen sie fest, dass ich halt kein Visa mehr habe. Dann sagen die das aber nicht der Polizei Federal weiter, sondern die sagen halt, okay, wir haben nichts gefunden, fahr weiter. Dann ist das erledigt, ja. Also die arbeiten nicht miteinander. Und deswegen kannst du halt die einen Kontrollen passieren und die anderen halt nicht. Und das ist halt ziemlich verrückt, ja. Aber so ist es ja. Ja, das ist eigentlich sehr gut zu wissen, dass man da, wenn man also mit dem eigenen Fahrzeug in Brasilien unterwegs ist, da keine großartigen Probleme zu haben. Ja, okay, also ich meine, eins muss man dazu schon sagen, ne? Also passieren darf halt nichts. Also ich denke mal, in dem Moment, wenn du jetzt einen Unfall hast, ich hatte schon Versicherung für mein Motorrad, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann schnell ganz andere Töne auf einen zutreffen. Ja? Also denk mal schon, man ist ja schon illegal und Motorrad nicht registriert. Okay, Versicherung, da kann man jetzt wieder spekulieren, also ich kann mir schon vorstellen, dass es Probleme gibt. Mein Motorrad auf Weltreise, dann muss man eh immer vorsichtig fahren und vorausschauend. Wie war das denn sonst so? Ich erinnere mich, dass es in Brasilien eigentlich keine oder so gut wie keine Campingplätze gibt. Hast du viel gecampt? Irgendwie hast du irgendwo wild dein Zelt aufgebaut oder warst du in Posadas, also in diesen einfachen Hotels? Also mit dem Campingplatz, das stimmt, das ist wirklich schwierig in Brasilien. Es gibt ja schon so eine offizielle so einen Campingclub. Aber der berechnet dir nicht für ein Motorrad, sondern berechnet dir einen Preis für so einen Campervan. Und das ist dann unglaublich teuer. Da zahlst du 15 Euro für so einen Stellplatz. Also das ist total verrückt. Das sind auch meistens in ziemlich schlechtem Schuss. Ich war da nur zweimal bei denen. Ich habe ein bisschen wild gecampt. In Bahia ging das manchmal in so kleinen Dörfern. Da musste man halt immer vorher fragen. Also man muss halt wissen, also Brasilien ist schon auch in manchen Ecken gefährlich. Aber in so kleinen Dörfern eher wenige und da habe ich dann oft manchmal mitten auf dem Dorfplatz gecampt oder am Strand, also mitten im Dorf. Aber das geht halt nur, wenn man sich wirklich schlau macht, ob das da auch sicher ist. Im Nordosten habe ich das oft gemacht. Da war ich dann schon mal so eine Woche, habe ich eigentlich nur eine Woche immer gefahren, abends gezeltet am Meer. Oder so im Meer gewaschen und so, ja. ich war, als in Hotels oder so gehen, das ist mir zu teuer. Posadas, manchmal günstig im Norden, kommst mit 30 Reais weg, was dann so 8 Euro sind oder so. Dann ja, Couchsurfing kann man ganz gut machen. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Couchsurfing passt nicht so in mein Reisekonzept, weil ich ziemlich spontaner Reisender bin und man muss halt immer ein bisschen vorplanen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wusste, okay, ich komme jetzt in Recife an, da habe ich das zum Beispiel gemacht, oder in Maceo, in einer größeren Stadt, dann habe ich dann schon ab und zu mal Couchsurfing gemacht. Das ist dann auch immer ganz gut, dann lernt man gleich Leute kennen. Ja, oder halt Hostels, die gibt es dann auch meistens immer ganz günstig. Und ein paar Mal wurde ich halt auch eingeladen. Also es funktioniert immer diese, einfach mit anderen Motorradfahrern sprechen. Das funktioniert ziemlich gut. Da landet man einmal bei den unterschiedlichsten Leuten. Also brasilianischen Motorradfahrern? Ja, ja. Die Sache ist halt die, wenn jetzt jemand so ein Motorrad wie ich habe in Brasilien, also wenn jemand so ein Motorrad in Brasilien hat, dann ist das schon so die Upper Class, also weil in Brasilien stehen extrem hohe Importzölle auf solche Luxusgüter. Da kostet zum Beispiel so eine KTM 1190, die kostet in Brasilien $75.000, ja. Das ist wirklich, das ist mehr als das Dreifache als in Deutschland. Und dementsprechend, wenn jemand so ein Motorrad hat, dann hat er auch Geld und dementsprechend, wenn du da eingeladen wirst, dann landest du halt dann meistens bei einem Arzt, Anwalt, Immobilienmakler, irgendwie sowas. Solche Leute, die wo dann in den Edificios wohnen, alles klimatisiert und die wo eigentlich alles haben und sich trotzdem beschweren. Darüber habe ich mal geschrieben in dem Blog.
Das war jetzt das, was für mich die Brasilienreise so ausgemacht hat, weil ich wirklich das Land in allen Schichten, also sozialen Schichten, kennengelernt habe. Sie wirklich, mein Rekord war ein dreifacher Millionär. Also so, das war so das Höchste, wo ich aufgestiegen bin. Und die Mittelschicht, die meisten, die waren dann halt so im Couchsurfen drin. Oder halt dann auch jemand, wenn eine Pausada hat, ist ja auch Mittelschicht. Oder die Leute auf der Straße. Dann geht es dann schon ein bisschen weiter runter. Und, aber ich habe dann auch zum Beispiel Maceo halt ganz arme Leute getroffen. Bin da in eine Favela rein. Ein paar Mal in Favela sein, aber die war schon ziemlich intensiv, also der Besuch. Und da zum Beispiel in der Chapada Diamantina, wenn man da mal von einem Dorf zum nächsten fährt, da ist, das sind schon richtig arme Dörfer, findet man da. Also wo dann gibt dann einige Minenarbeiter und solche Sachen. Und das war eigentlich das, was für mich die Brasilienreise so interessant und schon irgendwie auch prägend gemacht hat, weil man halt wirklich sieht, wer in dem Land alles lebt und wie halt wirklich die sozialen Unterschiede sind. Das ist wirklich enorm. Also das wird man in Deutschland oder in Europa jetzt so nicht erleben. Genau. Du warst auch länger Zeit in einer Favela. War das die Favela do Jaraguá? Also ein Armenviertel, wo du auch wirklich eine Zeit verbracht hast und auch die Menschen näher kennengelernt hast. Ja, also das hat sie wirklich, das hätte ich im Nachhinein nicht gedacht, dass mich das beschäftigt mich immer wieder, wenn ich die Bilder sehe auf meinem Computer. Also das war so, ich war halt in Maceo und da habe ich halt jemanden kennengelernt, die war Fotografin und dann habe ich die gefragt, ja du, ich würde mal gerne Fotos machen und mich interessiert halt immer mehr, als schon so für einmal dagegen, ich würde halt gerne Menschen fotografieren, ja. Einfache Menschen so. Und dann meinte sie, ja, da könnte man eigentlich in die Favela gehen, da kennt sie wiederum jemanden, die arbeitet halt da, die hat ein soziales Projekt und dann könnte man da rein und die Favela, die ist jetzt auch nicht gefährlich und das ist ja immer so eine Sache, wenn ein Ausländer an Favela denkt, dann meint er immer, da werden alle erschossen und so, also das ist aber nicht so, in Favela ist eigentlich einfach nur eine Villa als ein Dorf, eine Wohnsiedlung und da leben halt einfach Menschen, die wo halt einfach nicht so viel Geld haben, ja, in dem Fall war es jetzt halt eine Favela von Fischern, Favela dos Pescadores. Ja, und dann bin ich da zum ersten Mal hin mit der Sozialarbeiterin und dann bin ich da rein und da war am Anfang das natürlich schon eigentlich alles schon ein bisschen komisch, ja. Die Menschen, die leben halt alle in Holzhütten und so und dann ich komme da mit meiner dicken Nikon-Kamera daher. Aber das ist ziemlich schnell verflogen. Ich habe dann angefangen, ein kleines erste Bild, das ist von so einem kleinen Mädchen, die heißt Clara, das ist auf meiner Homepage, ist das jetzt noch als Titelbild oben. Das waren halt schon so Momente, ja. Und ja, dann bin ich da reingelaufen und die sind vorgelaufen und ich habe halt dann mit den Leuten geredet. Dann war das wiederum das Gute, dass ich halt sprechen konnte und dann, das war wirklich unglaublich. Also ich bin da wirklich so tief eingedrungen in die Favela. Und das war ja nur der erste Tag, ja. Da war ich mit der Sozialarbeiterin noch da. Und dann war es so, ich gesagt, okay, ich würde gerne noch öfters herkommen und ich würde auch gerne mit dem Schiff rausfahren, also einmal mit den Fischern rausfahren. Und das konnten die überhaupt nicht begreifen. Also das war für die wie der reiche Europäer jetzt, der will mit uns rausfahren und angeln gehen oder fischen, ja. Und dann sage ich, ja, ich will das machen. Und da haben sich die riesig gefreut, ja. Und dann, das war dann ein bisschen ein Problem, das zu organisieren. Und am Ende war es wirklich so, ich bin nachts um 3 Uhr mit meinem Motorrad in die Favela reingefahren. Also da haben wir auch gedacht, also jetzt bist du schon irgendwie wirklich angekommen in Brasilien, weil alle brasilianischen Freunde, die wo ich in der Stadt kennengelernt habe, die haben alle gesagt, du bist total verrückt, ja. Aber ich war da super sicher, ich bin da angekommen, das war wie so eine, das sag ich mal, dass wenn man sich viele Freunde macht, dann hat man irgendwie so eine Traube, so ein, das ist wie so ein Shield um sich, ja, da passiert einem nichts. Und ich habe mich da so sicher gefühlt wie in einem kleinen Dörfle in Deutschland jetzt oder in den Alpen oder so, ja. Ja, und dann bin ich halt wirklich da, bin ja mit dem Fischer raus, habe da Fotos gemacht. Das war schon auch erschreckend. Die fischen da ja nach Camarão, also Shrimps eigentlich so, kann man sagen. Und das, oder Krabben, ja, aber ja, okay, Krabben sind ein bisschen kleiner, ne? Sind schon ein bisschen größer. Oder Garnele, das ist doch auch das richtige Wort, ne?
Okay, ja, und dann fahren die halt raus mit ihren alten Holzboden und mit dem, das, da ist dann so ein riesiger Dieselmotor drin. Und, also ich werde das nie mehr machen. Auch. Es war 10 Stunden mit denen und es war ein Wellengang von 5 Metern oder so. Also ich war nicht seekrank, aber mir ging es nicht mehr gut. Das kann man schon sagen. Ja. Und die sitzen halt da oder schlafen dann auf dem Boot. Und ja, und dann bist du halt mit denen in Kontakt und musst halt immer vorstellen, ich bin jetzt nur 10 Stunden mit denen unterwegs und die machen das täglich. Und dann war halt das wirklich Traurige, wo die Netze eingefangen haben, weil wirklich, also 80% von dem Inhalt war einfach nur Müll. Plastik, Metall, Schuhe, alles Mögliche. Nur keine Kanälen oder Shrimps, wie auch immer, oder Krabben. Und dann war ganz viel Beifang dabei, also ganz viel Fisch, den sie einfach dann tot wegschmeißen. Und also es war dann unterm Strich so, nach den 10 Stunden mit denen, die kamen heim mit einem halben Eimer, also wenn du jetzt so einen 20-Liter-Eimer hast, der war halb voll und das war's. Im Gegenwert haben sie gemeint, ja okay, heute haben wir so 70 Reais gemacht. So, das sind, ja okay, jetzt ein bisschen weniger, 20 Euro. Und also da brauche ich kein Wirtschaftler sein, ich meine, die haben an dem Tag schon mehr Diesel verfahren, ja. Und ja, also es war schon ziemlich traurig und bei dem Fischerdorf war es jetzt halt so, die Stadt wollte halt nicht, dass die da sind, wo sie sind. Die wollten die vertreiben, weil die Stadtverwaltung, die will da halt ein Museum hinbauen und eine nettere Strandpromenade. Genau, also Favela heißt ja in dem Fall auch, das sind illegale Siedlungen, die haben sie einfach da aufgebaut und... Ja, in dem Fall stimmt das aber nicht. Also ich meine, da weiß ich jetzt, die Sache ist halt die Favela oder das Dorf, die waren da schon immer. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der war da 62 Jahre. Und vor 62 Jahren, da gab es die Stadt ja noch nicht so groß. Und Maceo zum Beispiel ist jetzt eine Stadt, die ist extrem schnell gewachsen. Und das ist das Problem. Eigentlich waren die schon immer da, ja. Und die... Also ich meine 60 Jahre, ja. sei es drum, da steckt man da nicht drin und das ist ja was, wo in Brasilien ziemlich oft passiert. Das war nämlich so, dieses Jahr an meinem Geburtstag, am 17. Juni 2015, das wollen wir nicht vergessen, kriege ich halt abends eine E-Mail von genau dieser Arbeiterin, dieser Sozialarbeiterin. Und ach so, wann war ich denn da in Maceo? Das war im Februar, März. Von diesem Jahr. Also knapp 3 Monate später kriege ich eine Nachricht von dir, hier Martin, liest dir das mal durch. Dann war das halt ein Zeitungsartikel und dann war es wirklich so, dass die Stadtverwaltung also an meinem Geburtstag, wobei die das ja nicht wussten, da reingefahren sind mit 100 Polizisten, dann auch die Polizei am Militär, dafür sind sie dann auch wieder zuständig, mit 2 riesen Bulldozern und einem LKW. Und dann war es wirklich so, ohne Anmeldung nichts, so, ihr müsst jetzt hier raus. Und wir sprechen hier von knapp 150 Familien, 500 Leute oder so. Und ja, die haben an einem Tag das ganze Ding platt gemacht. Und das war für mich so eine Erkenntnis. Und ich mag Brasilien wirklich für die Leute und für die Menschen, wie sie sind. Und ich meine, ich war da wirklich lange und ich kann es ja verstehen. Aber das hat mir dann gezeigt, Mensch, das wäre in Europa undenkbar, ne? Also das rein menschenrechtlich, ja. Wenn jemand schon so lange da lebt, der hat doch irgendein Recht da zu sein oder dem muss doch irgendwas zustehen. Und die haben jetzt halt dann schon Ersatzwohnungen gekriegt, aber halt nur für 1/5 der Dorfbewohner und die anderen 80%, die sitzen ja jetzt auf der Straße, ja. Und dann, ja, das war dann schon traurig für mich. So. Und dann, wenn ich dann mich halt zurückerinnere, zum Beispiel, jetzt wenn wir nochmal zum Februar zurückgehen, wo ich da wirklich die Fotos für die gemacht habe, da war ja dann so ein kleines Fest bei denen im Dorf, in der Favela, da hatten sie die ganze Stadt eingeladen. Und ja, da habe ich dann meine Bilder präsentiert. Dann habe ich gesagt, okay, das ist ja perfekt, dann mache ich doch gleich meine erste Bildausstellung in der Favela in Brasilien. Ja. Und da haben sich die auch super gefreut. Dann habe ich getanzt, damit zum Beispiel auch mit dieser kleinen Clara da zum Spaß rumgetanzt oder mit den Frauen da und mit den Männern halt ein Bier getrunken. Ja, also es war einfach nette, super Leute, die wo das Herz an der richtigen Stelle haben. Ja. Und wo halt einfach nicht die Möglichkeit haben. Also viele sind halt dann auch Analphabeten. Die Schlauen waren dann schon die Frauen, ja, die wo schreiben konnten und lesen.
die Kinder zum Beispiel, die Jugendlichen, die hatten auch alle Telefon und WhatsApp. Also die schlafen da auch nicht. Ja? Die hatten auch da zum Teil Internet. Hatten einfach nicht so viel Geld und nicht so, waren einfach Fischer, ja. Und das Verrückte dran ist, jetzt existiert es ja nicht mehr und dann, jetzt bauen sie da wahrscheinlich das Museum und ein Restaurant. Und in dem Restaurant kannst du dann für 70 Reais Camarão essen. Und das ist dann der Dank an die Fischermänner, die wo eigentlich dafür über Jahrzehnte gesorgt haben. Ja. Da gibt es jetzt natürlich auch vieles, was ich nicht weiß. Aber das war halt das, was ich mitbekommen habe. Ja, aber das ist, glaube ich, eben halt auch ein großes Problem in Brasilien und in vielen südamerikanischen Ländern, dass es eben halt, da passieren Menschenrechtsverletzungen und du kannst dich kaum dagegen wehren, weil eben halt Justiz und die Polizei da nicht auf der richtigen Seite ist. Ja, deswegen war ja auch die FIFA-Weltmeisterschaft so umstritten, weil zum Beispiel in Rio de Janeiro wurden auch ganz viele von diesen Favelas umgesiedelt. Das war da wirklich extrem. Ja, und wenn ich mit meinen brasilianischen Freunden lese, zum Beispiel, ich habe ja dann da so ein Video gemacht für die Favela, das gibt es auf meiner Homepage auch, wo ich halt dann die Bilder präsentiere. Und also ich meine, das ist ja wirklich so, da kommen keine großartigen Fotografen in diese Favela. Und es war wirklich die letzten Bilder, die letzte Fotodokumentation von dem Dorf, von dem Ort, den habe ich gemacht. Das sind knapp... Ich habe 300 Bilder gemacht, von denen sind 200 okay und 100 sind, wo ich sage, ja, die sind richtig toll. Das habe ich denen alle geschenkt, ja. Das ist jetzt da irgendwo im Museum, habe ich mal sagen lassen, einige davon. Also die Ausstellung, wo ich damals gemacht habe, das waren 30 Bilder, das ist jetzt irgendwo im Museum. Das ist schon was. Und dann habe ich das halt zum Beispiel mit Freunden in Brasilien besprochen, die sagen dann halt so mit den Schulterzucken, ja, passiert hier täglich. Puff, aus. Es ist halt ein Unterschied, wenn man wirklich so die Leute kennt. Und wenn ich dann wusste, ich habe dann zum Beispiel gleich geschrieben, ja, wie geht's klar? Also, dem kleinen Mädchen hat irgendwie so ein Draht, ja, die war halt irgendwie, ich war immer fokussiert auf die. Und ich wollte jetzt wissen, was ist denn mit dem Mädchen und der Familie? Zum Beispiel ihre Großmutter, die hat für mich gekocht, die hat für mich so ein, ein Hummer hat die für mich gemacht. war richtig gut, ja. So einen kleinen Holzhütte in der Favela und die waren halt wirklich so super nett zu mir. Und die wollten nichts, ja, die wollten keine Gegenleistung, gar nichts. Die waren einfach glücklich, weil ich da war und ich war glücklich, weil ich dort sein konnte. Das war's, ja. Das ist ja immer das, was ich so suche. Und da wollte ich unbedingt wissen, was mit denen ist. Und ja, ich hatte dann noch erfahren, dass die unter den Glücklichen waren und die Familie hat eins der Apartments bekommen. Aber ansonsten, ja, wenn ich mit denen schreibe, die schreiben ab und zu und dann heißt es immer, ja, uns geht's gut, aber... Also was ich jetzt weiß, dass die Fischermänner zum Beispiel gar nicht mehr zu ihren Schiffen so leicht kommen. Das ist ja auch so eine Sache. So ein Fischermann, der will morgens aufstehen in sein Boot und los. Ja? Jetzt hockt er in so einem Apartment, irgendwie 5 Blocks vom Meer weg. Ja, das ist doch kein Fischermann mehr. Ja? Also in dem Fall haben sie nichts bekommen. Das weiß ich aus erster Hand von dieser Sozialarbeiterin wiederum. Die kämpft noch immer. Die macht das ja alles umsonst. Ja, das habe ich aber auch schon seit... In 3 Monaten weiß ich jetzt auch nichts mehr Neues von da. Ja, das war die eine Favela. Ja, worauf ich dich auch noch ansprechen wollte, ist, du warst in Manaus. Das heißt, du bist auch irgendwie mit dem Motorrad durch das Amazonasgebiet gefahren? Ja, also wo waren wir jetzt eigentlich? Okay, ein bisschen kompliziert. Ich habe ja mal einen Artikel geschrieben in dem Motorradabenteuer, der hieß im Zickzackkurs durch Brasilien. Und genau so war es halt. Es war wirklich ein Zickzackkurs. Deswegen können wir jetzt auch im Zickzack-Kurs direkt zu Manaus gehen. Das spielt überhaupt keine Zickzack Rolle. Interview. Genau, weil das, also jetzt bin schon ein bisschen aus dem Flow hier jetzt gerade, weil da gab es ja schon noch einige mehr Sachen. Ja, Amazonas, das war natürlich, da bin ich hin, jawohl, jetzt erlebe ich hier das große Motorradabenteuer. Oh Mann, also auf meiner Reise habe ich schon gelernt, dass das meist überhaupt nicht so ist, wie man es sich vorstellt. Und ja, also es gibt ja da die ganz berüchtigte Transamazonica, die führt, die geht schon weit im Osten los, aber man kann von Belém aus gut einsteigen, nach Santarém runde. Wenn man die Strecke dann bis Manaus durchfährt, dann sind es knapp 3500 Kilometer. Das war mir zu viel, ich hatte nämlich ein Problem und das war mein Reifen. Ich habe immer Probleme mit Reifen, weil die gibt es hier nicht so leicht oder gab es, ja, hier auch nicht, aber in Brasilien gab es das auch nicht. So, dann habe ich
von Belem bis Santarém, das waren knapp 1700 Kilometer, bis in die Transamazonica gemacht. Und ja, da findet man im Internet dann immer die Bilder von den einsamen Motorradfahrern, der wo sich durch so ein Matschloch kämpft und endlos und eine Riesenanstrengung. Gar nichts. Also wirklich, bei mir war staubtrocken. Ich habe gemeint, ich bin jetzt in der Wüste. Ich hatte stellenweise 20 Zentimeter tief Sand. Ich war halt in der Trockenzeit da, aber dass es dann so trocken ist, hätte ich auch nicht erwartet. Also ich war wirklich, mein ganzes Gesicht, ich war wie wenn ich zu viel Make-up aufgepudert hätte. Wann, also wirklich, wann so, das war, in welchem Zeitraum? Welcher Monat? Warte mal, das war jetzt nicht so lange her. Das war die Strecke habe ich gemacht im August. August, September, ja. Ist ja dann so die Trockenzeit, so August, September, Oktober. Es geht jetzt im Januar, geht es wieder los, ja. Und ja, und dann, also was ich da gesehen habe, also diese Abholzung vom Regenwald, also da muss man nicht, also da muss man wirklich nicht weit. Die Leute, die haben in Europa, oder ich hatte das ja auch, komplett falsche Vorstellung von der Regenwaldabholzung. Das ist nicht so, dass die da irgendwo mal reingehen und einen schönen Baum raussägen und so, und das fällt gar nicht auf. Das läuft nicht so. Das ist wie wenn bei uns in Deutschland ein Maisacker abgehandelt wird, ja. Nur dass halt da kein Mähdrescher fährt, sondern zwei Traktoren mit einer Säge und einer Kette gespannt, ja. Also das wird wirklich systematisch einfach niedergetrampelt, das Zeugs. Und das jetzt gerade im Bundesstaat Pará, wo ja Belém noch ist, geht es dann Belém, Pará, Transamazonica und irgendwann ist man dann in Amazonien. Da war das aber sowas von extrem, also wirklich. Und da war wirklich, manchmal war es so, da läuft die Transamazonica zum Teil auch schon richtig gut asphaltiert. Und links hast du dann wirklich, kannst du blicken bis zum Horizont, wirklich Regenwald. Also wirklich, wie man es sich vorstellt, mit Lianen und alles grün und du hörst die Insekten und ganz viele Vögel und so. Und auf der anderen Straßenseite alles flach. Puff, nichts mehr. Nur noch eine grüne Landschaft. Und was da jetzt halt in Pará abgeht, da kommen jetzt ganz viele von diesen Sojabauern. Die kommen jetzt nämlich, die haben ja in Paraguay und so schon alles kaputt gemacht und im Südwesten von Brasilien, Mato Grosso heißt das, Mato Grosso del Sur und Mato Grosso del Norte. Also da kommt so das ganze Soja her, wo halt so weltweit irgendwo gegessen wird oder verfüttert wird. Und die greifen jetzt halt auch in Amazonas an. Und also das war für mich, das war schon, also das hat man wirklich gesehen. Und die Sache ist ja die, wenn man jetzt mit dem Motorrad so über Land fährt, ich habe für die Strecke knapp 10 Tage gebraucht. Das ist dann wirklich wie so ein ständiger Film, wo der abläuft. Ja? Also du musst dir das vorstellen, du siehst wirklich täglich, da ist jetzt Wald und da ist er nicht. Und da sind jetzt diese... Ich meine, ich habe auch ganz viele Holzwerke gesehen. Oder zur Nacht habe ich auch LKWs gesehen, wo diese riesen Baumstämme herausfahren, also mit 1,5 Meter Durchmesser oder so. Die haben wir immer nur zur Nacht gesehen, also weil die dann halt zur Nacht die illegalen Bäume fällen und zu Tag fällen sie die nicht illegalen. Es gibt ja, das wusste ich auch nicht, es gibt eine illegale Regenwaldabholzung und eine legale Regenwaldabholzung. Das muss man nämlich auch mal wissen. In Brasilien läuft halt vieles anders, ja. Und der Regenwald, der ist im besten Willen nicht geschützt. Also das kannst du vergessen. Und das geht weiter. Und der Regenwald ist eigentlich nur dort geschützt. Das ist so meine ganz persönliche Auffassung von dem Ganzen. Der Regenwald ist nur dort geschützt, wo er sich selber schützt. Das heißt, wo ein Mensch nicht so leicht hinkommt. Wenn es jetzt zum Beispiel sumpfig ist, wenn viel zu viel Wasser ist oder wenn es bergig ist oder ob da jetzt ein Canyon ist oder irgendwie solche Gegenden, da ist er dann sicher. Und da sind dann auch meistens die Nationalparks, weil da ist es ja dann für die Regierung auch einfach, einen Nationalpark zu etablieren, weil sie ja keine Konkurrenten haben aus der Landwirtschaftsindustrie, muss man ja schon fast sagen. Ja. Das war ein bisschen negativ jetzt, ne? Nee, es ist völlig in Ordnung, weil das ist halt ein realistisches Bild und das finde ich immer wichtig, dass man ein realistisches Bild von einem Land beschreibt. Gibt es noch irgendeinen Punkt auf der Reise, auf den ich dich auf jeden Fall ansprechen sollte? Ja, also die schönste Stadt für mich war São Luís. Das ist ganz im Norden. Das ist auch ungefähr wie Salvador. Das ist auch ziemlich geprägt, schwarze Bevölkerung. Die haben eine wahnsinnige Reggae-Kultur und da hatte ich dann nämlich mein schönes Karnevalfest irgendwie. Und das war nämlich das Festival São João,
heißt es, oder Bumba Meu Boi. Das ist halt so das Festival oder der Karneval vom Norden, sagt man auch. Und das war traumhaft. Also da bin ich hingekommen und da habe ich so genau das gefunden, was ich gesucht habe. Ja? Also ich meine, dann haben die Leute ihre traditionellen Tänze da aufgeführt, die Stadt war ruhig, immer nette Menschen, man konnte angenehm feiern, man konnte das sich halt anschauen. Und halt drauf, also da habe ich wirklich richtig schöne Bilder machen können. Und also falls du, ich weiß ja, du willst nach Brasilien, falls du zu der Zeit im Juli ungefähr dort oben bist, das musst du auf jeden Fall mitnehmen. Also das war für mich richtig toll. Da haben sie halt immer Bumba Meu Boi, also Boi ist der Ochse. Und das Schöne an dem Fest ist, also es gab ja die Einwanderer, dann gab es die indigene Bevölkerung und die schwarze Bevölkerung. Und es ist jetzt zum Beispiel nicht so wie in Salvador, wo das alles separiert ist, die Schwarzen da, die Weißen da, sondern die haben da im Nordosten wirklich ein Fest für alle geschaffen. Dann zum Beispiel die Geschichte, die kommt von den Einwanderern, also von den Europäern, ja. Die Geschichte von dem Bumba Meu Boi, der wo irgendwie schwanger wird, dann stirbt er und dann steht er wieder auf und tanzt im Kreis. Wie sowas, eine ganz wilde Geschichte. Also da wird irgendwie eine Frau von dem Ochsen geschwängert. Also das ist irgendwie eine ganz wilde Geschichte. So ganz begriffen habe ich es auch nicht. Es gibt da auch verschiedene Versionen. Sei es drum, das ist den Einwanderern, den Europäern eingefallen. Die Schwarzen, die haben dann ihre Trommelmusik dazu gemacht. Also das hat mir ganz viele so Percussions, ganz viele. Ja, es gibt egal. Irgendwas auf jeden Fall, da trommeln die ganze Zeit. Und ja, und die Indigenas, die haben dann praktisch den Tanz gemacht. Und dann hast du da wirklich so die bunte Mischung und das fand ich halt einfach klasse, weil eigentlich alle Bevölkerungsgruppen von da ein Fest gemeinsam feiern. Und da habe ich halt auch wieder ich fotografiere halt ziemlich gerne, habe ich halt dann das wird ja genutzt, um mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ich habe dann immer so die Bilder gemacht von den ganzen Schaustellern und dann habe ich abends geguckt im Internet, welche Gruppe war das dann und dann habe ich die im Internet gesucht und dann habe ich die angeschrieben. Dann habe ich gesagt, hier, könnt ihr die Bilder haben und ich würde mich halt freuen, einfach mal jemanden kennenzulernen. Ja? Und dann habe ich so einige von den Tänzern und Tänzerinnen und Musiker kennengelernt und es war dann auch immer richtig. Die haben sich dann gefreut über die Bilder und dann, ja oft war es auch nur Hallo sagen, ein bisschen komischer Moment da, aber so nach dem Motto, was will denn der jetzt hier, ja. Aber es haben sich schon auch ein paar ganz gute Bekanntschaften ergeben. Und das fand ich richtig toll. Da war ich fast 3 Wochen. War ich fast 3 Wochen in São Luís. Ja, sehr schön. Es ist klasse, dass du dir so viel Zeit genommen hast und dadurch wirklich einen tiefen Einblick in dieses Land reinbekommen hast und wahrscheinlich rausgefahren bist am Ende mit dem Wissen, eigentlich müsste man noch mehr Zeit da verbringen. Ja, es kommt darauf an, was man sucht so auf einer Reise. Ne? Also aus rein touristischem Sinn sind 16 Monate nicht nötig. Mhm. Wenn man aber jetzt wirklich einfach mal leben will intensiv und so, dann kann das schon Sinn machen. Es war halt immer das, bin halt da immer so eine, es war immer so dieser Zusammenhang mit Katze und mir. Also Katze ist mein Motorrad und manchmal will sie halt nicht so. Und dann oft war es so, sie wollte jetzt halt nicht, dann ging es mal wieder nicht und dann musste sie wieder auf irgendwas ewige Zeiten warten. Also ich habe allein in Brasilien 5 Monate nur auf Ersatzteile gewartet. Das ist wirklich so. Ich habe mir das mal zusammengerechnet. Ob die jetzt dann irgendwo aus Brasilien gekommen sind oder aus Europa, spielt ja keine Rolle. Und dann war es aber halt oft so, dass ich irgendwo war, musste wieder warten. Jetzt hatte ich aber mich in der Zeit hatte ich schon wieder Bekannte kennengelernt oder vielleicht auch mal eine Romanze, ja. Kommt halt auch mal vor auf so eine Reise. Und dann war es oft so, dass ich dann das Motorrad, also Katze, wäre jetzt eigentlich schon wieder fertig gewesen zum Weiterfahren, aber ich war es gar noch nicht und zwar emotional einfach noch nicht, ja, weil ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen besonders, aber Abschiede fallen mir dann schon ein bisschen schwer, wenn ich länger irgendwo bin und das muss jetzt nicht immer eine Liebschaft sein, das kann ja auch jetzt einfach Freunde sein oder jetzt zum Beispiel wie der Favela mit Familien oder zum Beispiel in Lençóis Maranhenses, das sagt ja bestimmt auch was, diese Wüstendünen da oben, da hatte ich ja auch eine Panne, Lençóis Maranhenses, ganz im Norden von, das ist bekannt, das ist ja so, die Dünen, also die Dünenfläche ist so groß wie in Marokko das Archegaga. Wenn du das auch was sagt. Also das ist eine ziemlich große Dünenfläche, einzigartig in ganz Südamerika. Und da war ich auch und da hatte ich halt auch eine Panne. Da war halt extrem viele Flussdurchquerungen, ist mir das halt Motorrad mal abgesoffen. Und da musste ich das komplett trockenlegen.
Das heißt, da war ich dann zum Beispiel mal selber schuld, dass die Katze nicht mehr so wollte. Und dann hat mich so ein Fischermann aufgenommen mit seiner Frau. Und also das war auch wirklich super interessant. Ich habe noch nie so viel Fisch gegessen in meinem Leben wie da. Es gab eigentlich immer Fisch. Der hatte immer Fisch gefangen da mit seinem Wurfnetz. Und ich habe halt dann, er hat mich mit Fisch versorgt und ich habe den ganzen Tag am Motorrad geschraubt. Es ging eine ganze Woche lang. Und ja, und dann nach so einer Zeit zum Beispiel, da fällt es mir einfach schwer, da irgendwie Abschied zu nehmen. Ja. Der hatte dann zum Beispiel auch wieder, der hatte auch kleine Kinder und so, und dann die hängen dann irgendwie an einen und dann fließen da schon mal Tränen beim Abschied und so. Und also das hatte ich halt wirklich richtig viel in Brasilien. Also, und das ist auch was, da muss man jetzt mal sagen, auf so einer Reise, wie ich es jetzt mache, das kann schon ziemlich das ist schon ziemlich energierauben manchmal, also wenn man das über längere Zeit mitmacht. Ja, es gibt ja Menschen, die, wenn sie alleine unterwegs sind oder alleine auch so eine lange Reise machen, ja, so ein einsamer Wolf sind. Und du hast mal irgendwo gesagt, dass auch deine Angst wäre, dass du auf so einer langen Reise vielleicht alleine einsam wirst. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie in Brasilien war das gar nicht so der Fall, sondern du hattest einfach sehr, sehr viel, auch sehr intensiven Kontakt. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wo ich das gesagt habe. Aber das stimmt, ich habe das ja irgendwo mal wo gesagt. Es ist halt, ich treffe halt manchmal so Motorradreisen, es sind halt dann meistens auch die Männer. Ich meine, Frauen triffst du allein nicht so viele. Gibt es zwar schon ein paar so Motorradfrauenreisenden, aber meistens, also wenn jemand allein reist mit dem Motorrad, das ist ein Mann normalerweise. Und dann triffst du halt dann schon manchmal welche, die sind halt, sag ich mal, so 50, 55, 60 Jahre und so. Ja, das sind dann so diese einsamen Wölfe, ja, die wo halt dann einfach da allein um die Welt fahren. Ja, also ganz ehrlich, da will ich nicht unbedingt hin. Ne? Mir ist es schon wichtig, dass immer Leute da sind. Das Problem ist jetzt halt, jetzt in Brasilien speziell, klar habe ich immer Leute. Ich muss auch sagen, ich bin auch schon immer ziemlich oft glücklich, aber du bist auch halt ziemlich oft unglücklich, weil das sind immer so ein Auf und Ab, ja. Und über sowas schreibe ich zum Beispiel auf meinem Blog ziemlich oft, über das, was ich halt so mitmache, so diese innere Reise, dass ich praktisch ganz viele so Höhepunkte habe und dann ist halt wieder der Abschied und dann bist du wieder im Tief und dann gibt es wieder einen Höhepunkt, dann verstehst du, und das ist immer dieses Auf und Ab und das kann extrem anstrengend sein. Also das ist, glaube ich, wirklich, also wenn man sich auf sowas einlässt wie ein Land und nicht nur mit Touris reist, ja, also ich meine, das ist schon eine Herausforderung auch, ja. Zum Beispiel, wenn jemand du reist ja viel mit deiner Partnerin, ja. Da ist beim Reisen halt oft steht dann so, da ist, ich sag mal, ist glaube ich alles ein bisschen stabiler, ja, weil man weiß, es ist einer da, auf den kann ich verlassen, ja. Und ich für mich selber kann jetzt, ich habe in meinem Leben noch nie, ich habe schon auch mit Leuten mal eine längere Reise gemacht, aber es hat also nie über Monate. Hat sie einfach bis jetzt noch nicht ergeben. Das wäre vielleicht auch mal interessant für mich. Aber ich glaube, der Fokus von so einer Reise geht dann wirklich in eine ganz andere Richtung. Und das war halt das, für das, wie gesagt, das war für mich so Brasilien. Am Anfang von meiner Weltreise da in Chile, Argentinien, Bolivien. Ich meine, Bolivien, ja, da hast du Motorradabenteuer, Traum, da fährst du über diesen Salar und Altiplano, ja, da hatte ich überhaupt kein Interesse groß, mich da Leute kennenzulernen. Man habe ich da zwar auch, aber da war wirklich das Abenteuer im Vordergrund und war das alles so faszinierend. Und also das findet man in Brasilien nicht so viel. Also wenn es jetzt um dieses freie Leben mit Motorrad und Abenteuer und draußen, und das findet man nicht so in Brasilien. In Brasilien bereist man echt wegen was anderem. Also das bereist man schon wegen den Menschen und der Vielfalt an unterschiedlicher Kultur, wo es da halt gibt. Jo, ja, und das ist dir offenbar sehr, sehr gut gelungen, genau das auch da zu finden und darüber zu schreiben. Also das finde ich sehr schön. In deinem Blog hast du ja ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven, die du da einnimmst. Du schreibst über die Reise an sich, du schreibst über dich persönlich, aber auch mal über andere Themen, zum Beispiel über Fotografie schreibst du einiges. Ja, erzählst auch manchmal, wie du so eine einzelne Fotoreportage gemacht hast, sogar technische Dinge, wie du Fotos bearbeitest. Also sehr, sehr vielfältig. Und
jetzt ganz frisch hast du sogar dein erstes Buch geschrieben. Naja, Buch geschrieben kann man ja nicht sagen, so viel Text ist da ja nicht drin. Nee, okay, du ich hast ein halt, Fotobuch gemacht. Nee, du hast ja, also beim, mir ist halt, ich habe als mein Hobby Motorradfahren eines, ja, ich fahre gern Motorrad, aber das ist für mich das nicht das Wichtigste auf der Reise. Also ich könnte genauso gut auch mit dem Auto um die Welt fahren oder mit dem Fahrrad. Also da, vielleicht mache ich das auch mal jetzt, wenn Katze nehmen will, weiß ja nie, was kommt. Aber eine Sache ist mir halt auch wichtig und das ist einfach die Fotografie und ich bin halt da bemüht, besser zu werden und also ich gebe mir da richtig viel Mühe und immer wenn ich Zeit habe, so abends jetzt zum Beispiel hier jetzt wieder in der Unterkunft, dann lese ich abends irgendwas oder bearbeite meine Bilder und ja, und das ist jetzt, mein Blog, der ist halt jetzt gewachsen und ja, wer den verfolgt, klar, ich schreibe gern ab und an mal, wie ich denn mit Fotos umgehe oder wie ich meine Vision so eigentlich in den Bildern ausdrücken will oder kann. Und ich erzähle auch, wie ich es mache. Und ja, jetzt war dann irgendwie, habe ich mir gedacht, Mensch, ich will jetzt irgendwie mal, weil das Bloggen ist ja schön, aber das hat irgendwie nicht so den Bestand. Ja, so ein Blogartikel, der ist da und dann ist der auch wieder vergessen in 2 Wochen. Und ich wollte einfach mal irgendwas machen, wo ein bisschen Bestand hat und was, wo ich jetzt hier halt auf Reise machen kann. Ich meine, ich habe jetzt ja halt kein Büro oder zu Hause. Und dann habe ich jetzt halt dann, ja, wollte ich ein Bildband machen, weil ich halt ganz viele Bilder habe. Ich habe jetzt schon über 30.000 Bilder und von den 30.000, sage ich mal, kann man schon für was Schöneres verwenden, ja. Ja, und dann war halt die Idee, ich mache jetzt ein erstes Buch, ich fange jetzt einfach an. Und dann habe ich schon nach 2-3 Tagen festgestellt, dann habe ich halt mit Bolivien angefangen, weil da wusste, da habe ich so schon gute Bilder und Bolivien bietet ja viele, viele Geschichten. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, ich habe jetzt schon 80 Bilder hier und 80 Seiten, also das ist ja jetzt schon ein Buch, ja, allein über Bolivien. Und dann habe ich gedacht, okay, also dann machen wir das anders, dann mache ich jetzt nur ein Buch über Bolivien und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt und danach mache ich halt eins über Venezuela oder über Chile, so wie ich halt gerade lustig habe. Ich meine, das spielt sich ja alles nur auf Hobby-Ebene ab, ne? Ich verdiene ja damit nicht viel Geld. Und ja, und so ist das halt jetzt entstanden und dann ist jetzt fertig, kann man kaufen und dann, jetzt habe ich dann halt auch meinen Shop da auf der Homepage und das habe ich halt alles hier auf Reisen gemacht, weil ich es halt machen kann. Und ich freue mich jetzt, ein paar Leute haben das Buch schon gekauft und haben mir dann halt Kommentare geschrieben und dann, umso mehr Unterstützung, dass ich erfahre, umso mehr kann ich ja das dann irgendwie wie weiterführen. Und vor 2 Jahren in dem Interview mit dir hatte ich gesagt, schauen wir mal, wohin dass das mich führt, wohin mein Leben mich führt. Und jetzt 2 Jahre später kann ich dir das Gleiche wieder sagen. Ich weiß noch immer nicht, wo ich eigentlich hin will. Und ja, schauen wir mal, wohin mich das alles führt. Jo, du bist auf jeden Fall weiterhin unterwegs und hoffentlich auch weiterhin so langsam und so intensiv unterwegs, weil das finde ich eben halt die besonders interessante und spannende Art und Weise, wie du reist. Okay, Martin, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Weiterreise und ja, viel Spaß und viel Glück auf dem weiteren Weg auf deiner Weltreise. Alles klar, ich wünsche euch was. Schönen Gruß nach Deutschland und ciao. Und wer jetzt neugierig geworden ist, der sollte doch mal auf Martin Leonards Blog freiheitenwelt.de vorbeischauen. Da findet ihr alle Infos über Martins Reise, Berichte, Fotos, ja, alles, was ihr darüber wissen wollt. Und dort findet ihr auch das Buch, was er geschrieben hat, Kilometer 1 Bolivien. Genau, das ist ein E-Book, das heißt, man kann es nur mit einem entsprechenden Gerät lesen oder Monitor, das kommt als PDF. Ich habe es mir mal heruntergeladen und auf meinem iPad angeschaut, das hat mir richtig gut gefallen, das sind wirklich sehr, sehr gute Fotos. Man merkt wirklich, der hat da so Best of the Best herausgesucht, größtenteils in bunt, einige auch Schwarz-Weiß-Fotos und ein paar Texte, wo er auch Landschaft beschreibt, wo er einzelne Begegnungen beschreibt. Es ist so ein bisschen was auch Meditatives. Sehr, sehr gut. Ja, das findet man auf seiner Homepage und es kostet 12,90 Euro. Und das Interview, was wir in dem Interview erwähnen, das wir schon mal mit ihm geführt haben vor ungefähr 2 Jahren, das war im Pegaso-Reise-Podcast Nummer 59. Also da könnt ihr nochmal den ersten Teil seiner Reise hören.
Apropos Podcast hören. Ich glaube, wir müssen mal wieder darauf hinweisen, wie man diesen Podcast, diese Sendung hier hören kann. Wir kriegen hin und wieder immer noch diese Rückmeldung, dass die Sendung ja sehr lange ist und doch etwas umständlich zu hören ist. Mhm. Klar, die einfachste Art und Weise, uns zu hören, ist, man geht einfach auf unsere Seite, pegasoreise.de, und klickt dort darauf und hört sich dann diese MP3-Dateien an. Viel einfacher ist es allerdings, wenn ihr das auf einem mit einer App macht, die man sich auf jedes Smartphone herunterladen kann. Es gibt sogenannte Podcast-App und mit denen funktioniert das ganz gut. Damit kann man nicht nur uns, sondern auch andere Podcast-Sendungen abonnieren und so einstellen, dass sie automatisch die neuesten Folgen herunterladen oder einem auch Bescheid sagen, hier gibt es eine neue Folge, dann weiß man das, kann sich die anhören, auf Pause drücken und irgendwann später wieder weiterhören. Und zwar so, wie man eben halt auch Radio hört. Also ne, zum Beispiel nebenher beim Autofahren, in der Küche, bei der Arbeit, beim Essen oder beim Einschlafen. Aber jetzt muss man mal sagen, Claudio, nur mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass man beim Radio ja nicht in der Regel nicht die Stopptaste drücken kann und dann eine halbe Stunde später auf Play drücken kann. Also das ist ja das Tolle beim Podcasten, dass man selber bestimmt. Richtig, wir sind besser als Radio. Ja, das wollen wir jetzt einfach mal hier so. Bei uns könnt ihr zwischendurch aufs Klo gehen oder eine rauchen. Ja, wir müssen noch mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren für das Thema Podcast an sich. Und auch ihr, unsere Hörer, ne, ihr werdet das wahrscheinlich so im Freundeskreis merken, dass auch nicht alle wissen, was ist ein Podcast. Ja, verbreitet doch den Gedanken jetzt gar nicht unbedingt nur unseren Podcast, sondern einfach die Idee des Podcastet an sich, was ihr wahrscheinlich sowieso schon tun werdet. Ja, und es ist natürlich immer auch wichtig, wenn wir Rückmeldungen von euch kriegen, wenn es mal nicht so läuft. Ne? Also wenn irgendwas hakt beim Podcast runterladen, weil manchmal sind die Fehler ja auch irgendwie auf unserer Seite, dass wir die beheben können. Also da freuen wir uns dann über eine Rückmeldung von euch. Genau, hin und wieder verschwinden manchmal so MP3-Dateien und dann sagt ihr uns Bescheid und dann schickt ihr eine Mail oder macht einen Kommentar und dann kann ich nochmal gucken und die Datei dann meistens wieder finden und wieder einstellen. Mhm. Wie das funktioniert mit diesen Apps, das sind natürlich verschiedene Apps, je nachdem, was für ein System ihr habt. Das habe ich alles beschrieben auf unserer Seite unter dem Stichwort Folgt uns. Also oben in dieser Menüleiste gibt es jetzt den neuen Punkt. Früher hieß das Abo, jetzt heißt es Folgt uns. Da ist es genau beschrieben, wie ihr uns auf den Fersen bleiben könnt. Und wir wollen gerne genau. Von euch hören, wie hört ihr uns denn so? Also schreibt doch mal, was für Situationen ihr so in unseren Podcast so reinhört, ob das auch beim Autofahren, beim Bahnfahren ist oder wo auch immer. Wer weiß, ne? Vielleicht habt ihr da noch ganz andere originelle Rituale. Also ja, das wäre mal interessant für uns. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche lustige Geschichten, wo ihr uns schon gehört habt oder was der weitest entfernteste Punkt war. Habt ihr uns mal mitgenommen in den Urlaub, auf Reisen? Waren wir als Podcast-Stimmen schon irgendwo, wo wir real noch gar nicht waren? Also wir freuen uns wie immer über Kommentare, also auch anderer Art. Ne? Also wenn ihr uns irgendwie was anderes mitteilen wollt, mal einen Wunsch habt, meldet euch. Wir freuen uns darüber. Und ihr könnt uns auch persönlich treffen. Das ist natürlich nochmal was besonders Schönes, wenn man sich direkt gegenübersteht. Nämlich bei den Veranstaltungen vom Larafeuer in Duisburg. Das ist ja so eine Veranstaltungsreihe, wo wir immer wieder meistens aus der Motorradreiseszene Referenten einladen, die von ihren Reisen berichten und Multimedia-Shows zeigen, Reisereportagen. Und ja, die nächsten Termine sind im Larafeuer am 13. Februar, Afrika mit dem Motorrad von Dresden nach Kapstadt. Da wird der Manfred Hofmann seinen Reisevortrag bei uns am Larafeuer zeigen. Und am 9. April 2016 sehen wir einen Reisevortrag von dem Polen Lukasz Wirzbicki, der extra vorbeikommt von Posen nach Duisburg, um uns seinen Vortrag zu zeigen über eine Hochzeitsreise eines polnischen Paares. Die sind nämlich von 1934 bis 1936 mit einem Motorradgespann nach Shanghai gefahren. Sehr spannend. Jo. Ein Link zu diesen Terminen findet ihr wie immer auf unserer Seite pegasoreise.de und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ja, gute Reise. Ja, und wir wünschen euch natürlich ein wunderbares Motorradreisejahr 2016. Bis bald. Wir sind alle auf der Reise.
doch keiner weiß, wohin es geht. Alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. Wir sind Zeichen. Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche. Die Sehnsucht ist unser Motor. Wir kennen uns nicht. Pegasusreise.de